Aber die CPUs, die sie gestern verglichen haben, war Vielleicht dieser Benchmark-Test. der i7 6800 bla 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 von Intel halt, den du für 1000 Euro kaufen kannst. Und dann den stärksten Prozessor von AMD, den sie rausgehauen haben, den du für 500 Euro haben kannst. Und haben da halt, wie gesagt, leistungsmäßig ist der besser und schneller unterwegs als der Intel. Das muss man sich mal halt vorstellen, für die Hälfte des Geldes. Aber halt, wie gesagt, in Spielesachen und so weiter und so fort macht der halt noch nicht viel her. Und das muss man halt, wie gesagt, das muss halt noch abgewartet werden. Aber das ist halt, wie gesagt, mit jeder CPU so. Das ist auch wie mit jeder Grafikkarte so. Kannst du ein Biest unterm Arsch haben, wenn es keine Optimierung für diese Grafikkarte gibt bei den Spielen, dann sieht es halt auch mit der geilsten Grafikkarte scheiße aus. Also, worauf ich hinaus wollte, so eigentlich, Intel hatte bisher immer die Nase vorn und mussten sich halt um nichts Gedanken machen, Ja, ne? ja, ja. So. Und darauf freue ich mich auch. Und wenn du, Und darauf jetzt wollte sind die halt, ist wieder ein bisschen Zunder unterm ich, Arsch, so. richtig, und darauf wollte ich nämlich auch noch einsteigen, als du gesagt hast, dass sie halt jetzt nachliefern müssen, sozusagen. Sie müssen jetzt halt wieder was bringen, weil wenn du überlegst, diese fünfte, der Sprung von der vierten, fünften Generation und fünften zur sechsten Generation war so marginal bis gar nicht, überhaupt nicht da. Genau das gleiche bei den Grafikkarten halt so, also das war so wenig halt und jetzt auf einmal sieht Intel, legen wir uns nochmal hin, sieht Intel halt, scheiße und vor allem auch Nvidia, dass sie halt jetzt nachrüsten müssen, dass sie jetzt endlich mal Sprünge machen müssen und was passiert? Nvidia macht auf einmal eine Grafikkarte, womit der nächste Sprung zur nächsten Grafikkartengeneration um 35% besser wird. Ja, naja, gut, Dort zur 1080. nicht im Vergleich zur Titan X, aber. Ja doch, und sie haben ja vor allem endlich mal eine Grafikkarte, die 1080 Ti rausgebracht, die Titan X mal endlich schlägt. Genau. Und das hat ja mal nur ein Aber paar nicht Jahre um gedauert. Nee, nicht %, um das meine ich. 35%, nein, Quatsch, gar nicht. Na Aber logisch, die ist echt geil. Da das bin ist ich ja, auch das gespannt. ist ja die aktuelle Grafikkartengeneration. Ich rede jetzt von der nächsten halt, Ja. und dann bin ich mal sehr gespannt, was da noch bei rauskommen wird. Ich bin ja mal gespannt, was da die anderen Hersteller wieder draus machen, ne? Die dann erstmal mit 8 Pins um die Ecke, doppelt 8 Pin um die Ecke Da habe ich kommen. direkt mein Fazit jetzt getroffen. Aber Doppel-8-Pin gab es ja schon. Ja, bei meiner Zotac zum Beispiel, von der 79 war es ja auch mit Doppel-8 Pin. Aber Richtig. die 1080 Ti, meine ich, die jetzt neu rauskommt, hat wieder bloß 2,6 Pinner. Richtig. Was ja gut ist, weil sie ja festgestellt haben, dass sie aufgrund der Architektur oder der neuen Bauweisen der Grafikkartenchips und so weiter und so fort festgestellt haben, okay, wir können leistungsstarke Grafikkarten bauen. Die aber ressourcend, also sparender sind. Meine 1070 Jetstream Game Rock Edition läuft auch noch mit einem 6-Pinner. Und die Ventilatoren gehen auch erst an, wenn ich ein Spiel anmache von der Grafikkarte. Und die frisst halt im Standby 35 Watt oder sowas. In der normalen Desktop-Auflösung. Also das ist schon mega, mega gut. Und da bin keiner, der großartig viel Strom spart, aber wenn ich überlege, als ich in die Wohnung eingezogen bin, habe ich 35 Euro pro Monat gezahlt. Ein Jahr später habe ich 75 Euro bezahlt. Und jetzt bin ich bei 53 Euro wieder angekommen. Und das halt auch mit dem Wechsel der CPUs und der Grafikkarte, wo ich halt schon sehr stolz drauf bin. So, was ist denn das für Pflastersteine, den du da gelegt hast? Ich will dir mal ein bisschen helfen. Fußboden, Ja. Dazite, Dazit-Pflasterstein, ja? Dazite Dazit-Ziegel, okay. Ja, wie ist denn deine Entscheidung jetzt ausgegangen, Fexer? Naja, dass ich erstmal den an den Ryzen also erstmal abwarte. Also eine ganze Weile abwarte, ob das Sinn ergibt. Wenn du gerade sagst, bei Gaming ist es nicht so, dann macht mir das schon wieder Angst. Das Ja, ist aber, heißt, wie gesagt, ist normal. so, dann warte ich da halt ab. Und ja, kaufen wir jetzt die Switch. Sehr gut. Hast du den Dazit-Pflasterstein vorher brennen müssen? Ja, ne? Ich habe keine Ahnung, den habe ich so aus dem Du Regal musst ja genommen. Den hat gar nichts Fexer mehr, irgendwo du her musst gehabt. ja gar nichts mehr brennen. So, ich Du muss das musst schütteln. alles chiseln. Wie Bin ich schüttel mir ich? Was unsicher, hast du ob denn das dann gemacht? gleich aussieht. Ja. Weil alles, was du schisselst, ist, glaube ich, automatisch Wie schissel ich denn? wie normaler Kobbel. Mit einem Nimmst du den Schissel, Schüssel in mit der einem Hand? Meißel. Der Meißel Du ist hier im kannst Haus, im Regal. alles vorher schisseln oder du schisselst danach, nachdem es angebaut hast. Musst du mir erst mal sagen, wie ich was mache. Du kommst Also, erstmal ins Haus. Ich zeig's ja, dir. und dann ist da dieser Meißel und dann kann ich damit.
So, Leute, hier, kommt mal hinter, Meisel, Alter. Hier, dieser Meißel. Den nimmst du jetzt unten in der Hand und machst dann einen Rechtsklick, wenn du den in der Hand hast. Dann öffnet sich ein Menü. Naja. Und dann legst du da oben die Steine rein und dann kannst du da verschiedene draus schüsseln. Ich bin mir aber unsicher, ob das geschüsselt ist, die Bricks, oder ob die nicht einfach nebeneinander gelegt werden. Weil ich glaube, das sieht dann verschieden aus. Was war klar? Da zieht Pflasterstein. Aber der macht mir, der zieht Pflaster, aber der macht ja keine Züge hier. Nee, der macht das immer alles zu Koppel. Du musst es erst brennen und dann zu Stein machen. Wenn du da jetzt was schüsselst, geht er immer davon aus, dass du normalen Koppel da reinlegst. So war das, glaube ich. Also musst du den erst brennen. Aber wenn dann ich den ja sowieso erst brennen. Zweimal muss, zwei nebeneinander legen. Ja, eben. Kann ich das ja. Naja. Ach genau, ich habe jetzt gerade überlegt, was wolltest du denn jetzt? Verdammt, ich wieder vergessen. Dreimal ins Haus reingegangen, wollte irgendwas machen, vergessen was. Gibt ja bei der Switch, gibt's doch dieses One-Two-Switch. Ja. One-Two-Switch. Und da gibt's ein Spiel, genau. Also es ist diese Spielesammlung sozusagen. Mhm. Und da gibt's ein Spiel, da musst du diese Joy-Controller in die Hand nehmen, also diese kleinen, die du hoch und also die abziehen kannst, ne? Und du musst erraten, wie viele Kugeln sich in diesem Gerät befinden. Alter, das sein. Fühlst du. In welchem Gerät? Du fühlst also es. Du hast, also in diesem Spiel geht es darum, dass du ein Kästchen in der Hand hast und dieser Joy-Controller simuliert dieses Kästchen und legt dir verschiedene viele Kugeln rein. Brauchst gar nicht, ja. Und du sollst, und du kannst diesen Joy-Controller kippen. Und dann merkst du, wie der richtig, vibriert, du merkst, wie die rumrollen. Richtig, und du merkst von vorne bis hinten, wie die Kugeln wirklich wie in einem Gehäuse sozusagen sich bewegen. Und kannst damit abschätzen, wie viele Kugeln sich da drinnen befinden. Das muss man sich mal vorstellen. So. Und das ist halt, also das ist wahrscheinlich der Grund, warum das Ganze auch so ein bisschen teuer ist, weil das halt echt mega krass ist. Also das finde ich, ich finde das mega, mega cool. So technisch. Ich mag das richtig gut. Ich freue mich da übelst drauf jetzt. Mario das, ne? Odyssey. Sollen wir wieder Mario spielen? Ich habe die alten Spiele ja auch gespielt. Ist ja nicht so. Ich habe zwar jetzt die Konsole nicht besessen, also die Wii U oder so, aber mein Cousin hat es ja gehabt. Da habe ich das angespielt. Das war alles so Bullshit, ehrlich gesagt. Also Galaxy und so ein Scheiß. Rick, kommst du noch kurz hoch? Ja, ich wollte mal hier so einen Baum pflanzen. Noch ein Schubfach. Leute, kommt mal bitte hinter uns Lager. Noch ein Schubfach, dann ist es fertig. Da ich habe da mal lagern. Einen reingelegt. Rick, bei mir auf dem TP sieht er gleich aus. Einen reingelegt? In den Fußboden meinst du? Ja. Warte, ich komm gucken. Den hier. Jo, sieht gleich aus, passt. Ja. Wie hast du es gemacht? Gebrannt und dann? Gebrannt, ja. Und daneben schisseln geht gar nicht. Ja. Na, bei manchen geht's halt nicht. Ah, schön. Die Trauerweide ist geil. Die ist schön tief und hängt bis runter. Die ist übelst hoch, Alter, geil. Schlechte Erfahrung mit Trauerweiden, ey. Wieso? Weil in der 6. oder 7. Klasse oder sowas ich hatte doch bei mir in der Parallelklasse die ganzen Vollhonks hier. Ja. Und Semper und so weiter und so fort. Die ganzen Idioten halt. Rick, kommst du ab? Und, Wo soll ich hinkommen? Lager. Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lager. Ihr braucht noch ein einziges großes Regal, dann ist das Lager fertig. Und die haben mich halt vor dem Sportunterricht, haben die mich mit einer Trauerweide ausgepeitscht. Alter, die Wichser. Und da ist mein gesamter Rücken ist ja vernarbt von denen. Und das Witzige ist, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Warum erzählst du das dann gerade, wenn du dich nicht dran erinnern kannst? Nein, also ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Also ich weiß, dass das passiert ist, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, dass ich zum Beispiel, also ich habe übelste Narben auf dem Rücken, von oben nach unten halt. Und das muss geblutet haben wie das Schwein. Und ich kann mich daran nicht erinnern, dass ich da irgendwie, also Schock wahrscheinlich und weg halt, ne? Ach so, das sind unterschiedlich. Ich dachte, das sind Dirtblöcke, ey. Nee, unterschiedliches Holz. Okay, aber die sind genauso groß sozusagen. Und du hast einen hier gerade verkehrt rumgebaut. Ich baue die mal wieder richtig rum dran. So. Hier fehlt bloß noch ein einziger fehlt noch. Hast du das nur mit dem Holz gemacht, weil keine andere Holzsorte da war, dass das dann verschieden ist? Oder war das gewollt?
Guck mal, der hier ist auch falsch, Fexer. Was hast du denn hier gemacht? Guck mal. Hä, was denn? Na, guck, wenn ich hier was reinlege, ne? Guck mal, siehst du, wo das ist? Hä? Das Ding steht verkehrt rum. Das kann man verkehrt rumstellen? Ja, hier ist die Schublade, hier. Von der Seite. Oh, krass. Wusste ich gar nicht, dass das geht. Krass. Nö. Aber ist das gewollt sozusagen? Also die unterschiedliche Farben? Nö, das war nicht gewollt. Es war einfach, was für Holz da ist. Okay. Weil es ist so teuer. Was für Spruzewood genommen? Du Arschloch. Ich brauch doch Spruzewood. Cool, auch geile Arbeit. Nice. Ja, das ist ein Riesenlager. Und Rick muss es am Sortiergerät. Und ich würde... Und Rick, pass mal ganz klar, bevor du weggehst. Komm mal her. Bevor du weggehst. Hm? So, hier ist ja noch ein bisschen Stauraum hier in der Mitte. Ja. Und hier würde ich gern so einen Raum hinbauen, wo das teure Zeug liegt. Gold, Eisen. Da wollte ich auch andere Packer machen. Warte mal, ich guck mal, wie das hieß. Warte mal, wir haben jetzt ja 1, 2, 3. Hier haben wir 1, 2, 3. Also hier, ab hier. Und hier. Gib mal ein. CO. MP. CO. MP. AC. 3PO. AC. TI. Ja. NG. Da müsste es jetzt einen Compacting Drawer geben. Der sieht so aus wie so steingrau. Sehe ich nicht. Bist du auf Englisch noch? Ja. Na, ich nicht. Ich bin auf Deutsch. Na, gib mal Drawer ein. Das hatten wir doch vorhin schon, dass das bei dir auch Drawer heißt. DRAW hast du? Drawer? Welcher? Zeile 2. Ziemlich in der Mitte sind drei graue Kästen. Einer ist ein Controller Slave, einer ist der Controller und der erste vorne ist der Compacting Drawer. Den müssen wir bauen. Okay. Heißt? Weißt du, was der macht? Nö. Da legst du ein Stück Kohle rein und dann hat er kannst du auf der einen Seite Kohleblöcke rausnehmen, an der anderen normale Kohle. Und das geht auch mit Eisen, mit Gold, mit Diamant. Heißt? Was heißt? Für dich jetzt? Also vom Bauen her meine ich? Hä? Heißt? Na, heißt das jetzt für dich, wir müssen bloß einfach bloß ein Place für die Truhe bauen oder bauen wir jetzt noch einen Lagerraum? Das meine ich. Heißt. Oh, Digga. Heißt. Checkst du es nicht, oder? Nee, ich check nicht, was du mir damit sagen willst. Du heißt. Liebe Zuschauer, das wäre so einer dieser Momente, wo Fexer jetzt aufstehen würde und Rick einfach eine ballern würde, sich wieder hinsetzen würde. Ich stell mir einfach so einen Assi vor. Kommst du jetzt klar mit dir oder was? Oder? Ich sag ihm, wir bauen hier was frei und der sagt, wir bauen Trauer, bauen wir hier. Naja. Und dann sag ich zu ihm, und das heißt jetzt? Und der antwortet mit Heiß. Ich denke mir, was willst du von mir, Alter? Was soll ich denn bauen jetzt? Nee. Wir müssen den Spieß jetzt direkt mal rumdrehen. Ich hab in ganzen Sätzen mit dir gesprochen und du hast immer bloß gesagt, Heiß. Du hast das gesagt. Ich hab gesagt, was heißt das für dich? Das war auch ein kompletter Satz. Ja, der kam aber erst nach dem fünften Mal Heiß. Ich sagte, ich möchte das frei bauen. Ach so. Ich möchte das frei bauen. Sagst du, geh mal bitte in die Einstellung. Genau, schreib das mal rein. Nicht die normalen Drawer. Ja, was heißt das dann jetzt für dich? Dass wir da nicht die normalen Drawers reinbauen, sondern die Packing Drawers. Dankeschön! Jetzt hast du jetzt verstanden. Ja, dann sag das doch bitte mal. Und warum fragst du da mal heißt? Ja, was das für dich heißt? Na, das heißt. Was willst du von mir? Was willst du von mir? Also baue ich jetzt hier einen Raum aus oder nicht? Seid ihr beide kernbehindert irgendwie? Natürlich. Du kommst jetzt her und legst dich mal ins Bett, meiner. Also baue ich jetzt einen Raum aus. Das wollte ich wissen. Ich baue den Raum jetzt aus, ja? Fängst du bitte ins Bett. Altstadt! Ah, ich komme. Rick, der antwortet mir immer noch nicht. Nicht zugehört, aber... Ich baue den Raum jetzt aus, ja? Mhm.
Und da bauen wir deine Drawer. Aber nicht Drawer. Mit Oak-Drawer, ne? Nee, das machst du ja. Nee, eben nicht. Die Drawer. Auch nicht? Nee. Hi. Oh Mann. Oh, ich liebe uns. Womit habe ich das verdient? Man brennt das ja. Ist das einfach die Prankhammer? Womit hast du das verdient? Weißt du, was das Problem ist? Womit habe ich das verdient? Das ist eigentlich bloß das Bedürfnis zu einem Banküberfall hier. Heißt. Ja. So, übrigens, Banküberfall. Jetzt geht's los. Was denn? Du hast die Geschäftsidee, stimmt's? Ja. Ja. Nein, pass mal auf, es ist da noch was drauf, was wir seit Ewigkeiten mal machen wollten und worauf ich Lust habe, das einzugehen. Die Frage ist mal, ob ihr das auch darauf Lust habt. Babelsberg, eine Banküberfall. Wir haben noch früher die Heists gespielt bei GTA. Niemals. Nee. Ja. Und es ist so, dass du, hat das Haus in die Luft gesprengt. Welches ist neu, ja? Ja. Dolle, war's kaputt. Guck mal, was Dreck eigentlich gemacht hat hier. Heißt das jetzt für dich? Heißt! Nee, geht. Gut, ne? Geht schon machen, ne? Jedenfalls gibt es. Ja, die GTA heißt. Und wir haben uns damals mal vorgenommen, wenn du alle GTA heißt hintereinander weg auf schwer spielst, kriegst du 10 Millionen. 10 Stimmt. Millionen? Ja. Ich glaube, es ist selber nicht. Aber du musst es halt schaffen, hintereinander weg. Das ohne einmal zu fehlen oder ohne einfach? Ohne einmal zu sterben. Genau. Ach, darf doch keiner. Doch, gibt schon ein paar. Also ist in dem Sinne, ist es eine Übungsgeschichte. Jedenfalls habe ich da Bock drauf. Ich habe da mega viel Bock drauf. Aber das ist eine übelste Challenge, ne? Es ist schwierig, logisch. Es dauert. Weil das packst du ja nicht beim ersten Mal und auch nicht beim zweiten Mal. Oh, das können wir ja mal einen Livestreamer machen. Und das war meine Idee. Mach mal. Einen Livestream zu machen, sozusagen, mit allen zusammen. Dann hole ich mir noch einen mit dazu, weil wir müssen ja zu viert sein, glaube ich, ne? Ja. Würde ich mir den Allo mit dazu holen? Wen? Allo. Ach, ein Addo. Hitler-Addo. Ach so, der Hitler-Addo. Der Hitler-Addo. Ja. Und dann halt sozusagen das Zocken. Jo. Also ihr hättet da auch Lust drauf. Jo. Ja. Oh, aber ja, ihr müsst euch aber darauf eingestellen, dass es halt dauert, ne? Ja, aber heißt... Aber heißt hat mir mittlerweile... Also heißt hat mir am meisten Spaß gemacht, würde ich sagen. Bitte? Heist hat mir am meisten Spaß gemacht bei GTA Online. Ja, mir auch. Selbstredend. So, dann ja, Folgenende, ne? Sind wir soweit? Ja. Gott, schon, dann bauen wir an der Schmiede das nächste Mal weiter, ne? Die sieht cool aus. Was denn? Heißt denn das jetzt? Heißt! Na, weiß nicht, also ne? Nintendo Switch, ich würde gern aufnehmen, aber Stream geht nicht. Hab keine, ne? Sag mal, hör doch mal bitte mal auf jetzt. Verkloppt dich mit dem Herz. Diese. Mit verrottetem Fleisch klopp ich dich. Guck dir mein Herz ins Gesicht. Diese Affinität zum Tod ist nicht mal gesund, Digga. Ist nur bei dir. Du triggerst mich dazu. Ihr Kunden. So. Sind wir raus? Nee. Ja, sag mal! Du Fleischklopper, du Robbenklopper! Hör jetzt auf, ich hab nur ein Herz jetzt, hör auf jetzt! Komm! Hör jetzt auf! Mann! Ich hatte kein Schwert, sonst hätte ich das mit dem Schwert gemacht. So. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Was heißt denn das jetzt so? Das ist das Sig wieder ums Aufnehmen rumgekommen. Ja. Wenn ihr ganz viel Glück habt, seht ihr bald Zelda The Breath of the Wild hier live auf dem Channel. Was? Ich glaub's nicht. Was? Laust du? Irgendwas mit Brüste in Wild und so. Ah. Gina Wild live auf unserem Channel, genau.
Und Alter, die ganzen hat schon das Spiel verlassen. Ich sehe, so viel Spaß macht euch Minecraft. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Minecraft, also live in the woods. In the woods. Bei uns bei den Ungleichen. Dankeschön fürs Zuschauen. Haut rein. Gehabt euch wohl. Schlaf gut. Hexer? Ja? Was heißt denn das jetzt? Was? Eist. Tschüss. Tschüss.